Das bin ich, mein Name ist Samar vom Kanal MamiFit und heute gibt es wieder ein Rezept aus meiner Küche. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Es gibt leckere Gemüsemuffins für Kinder, aber Erwachsene lieben sie auch, ich liebe sie auch. Sie gehen ganz schnell zum Vorbereiten und man kann sie super gut mitnehmen. Hierzu benötigen wir erstmal 100 Gramm Spinat, 50 Gramm Erbsen und diese Menge reicht für ein gesamtes Muffinblech. Dann brauchen wir eine Zwiebel, ganz fein gewürfelt, die gibt nochmal extra Geschmack. Die geben wir jetzt auch noch dazu. Dann benötigen wir noch 50 Gramm Mais und eine Kartoffel, die wir fein würfeln und direkt mal weich kochen werden. Und während die Kartoffeln am Weichkochen sind, lassen wir auch schon mal diese Gemüsemischung etwas auftauen, indem wir sie in einen Topf geben, auf den Herd stellen, den Herd auf kleinste bis mittlere Stufe anmachen. Wir werden das jetzt nicht einfach tot kochen oder weich kochen, es soll einfach nur ein bisschen antauen, damit wir es nachher besser vermischen können. Und wenn die Kartoffeln dann durch sind, werden diese abgetropft. So sieht jetzt mein Gemüse aus. Ihr seht, es ist alles noch schön knackig. Ich weiß, im Backofen wird es ja dann auch wieder gebacken. Die Kartoffeln jetzt dazugeben, nachdem sie abgetropft wurden. Und dann kommen die Gewürze hinzu. Ein Teelöffel Gemüsebrühepulver. Ich benutze da ein spezielles, das jetzt keine Zusätze hat. Dann habe ich Chili-Pulver. Du kannst auch süßes Paprikapulver nehmen. Kräutersalz, dann wird es einfach noch mehr gewürzt. Du kannst aber einfach nur Salz und Pizzagewürz nehmen, wenn du jetzt kein Kräutersalz hast oder nur Salz. Ich gebe noch ein bisschen Kalanamak-Salz hinzu, das schmeckt so ein bisschen nach Ei und ja, dann schmecken die Muffins einfach so, als wäre da Ei drin. Jetzt gebe ich noch ungefähr eine Handvoll von diesem Pizzakäse, das ist ein veganer Pizzakäse. Das lässt es nachher richtig gut verschmelzen und verlaufen. Und jetzt gehen wir in unsere vegane Eimasse. Sie besteht aus Wasser, Kichererbsenmehl und wir brauchen noch einen Schneebesen. Für einen Esslöffel Kichererbsenmehl benötigen wir immer 2 Esslöffel Wasser. Ich nehme jetzt erstmal nur 3 Esslöffel von dem Kichererbsenmehl, aber danach habe ich auch nochmal 2 Esslöffel dazugegeben. Und dann dementsprechend natürlich die Wassermenge erhöhen, gut verrühren. Und Kichererbsenmehl ist sehr eiweißhaltig, ist natürlich viel, viel gesünder, als wenn du jetzt irgendwie Eier nimmst von Tieren, die nicht so glücklich sind. Es verbindet den Teig super gut und ersetzt einfach das Ei, ersetzt das Mehl. Und ihr werdet es später kaum rausschmecken, gerade wegen den Gewürzen, die drumherum sind. Das gebe ich jetzt zu der Masse hinzu. Und dann kräftig einmal durchkneten. Ich glaube, das lieben die meisten Frauen mal so richtig, diese Masse da durchzukneten. Und dann kommt sie aber auch schon direkt in die Muffinform. Du siehst, dass die Erbsen gar nicht platt sind, ja, weil ich sie wirklich nicht zu lange zerkocht habe. Die Kinder mögen es auch, wenn es noch so ein bisschen körnig ist. Nur die Kartoffeln sind ganz schön zermatscht, aber das ist auch gut so. In die Muffinform habe ich jetzt etwas geschmolzenes Kokosöl eingerieben mit so einem Pinsel. Und dann kommt auch schon die Masse rein. Das Gute ist an dieser Masse, die backt nachher nicht auf, also das geht nicht auf. Du kannst die Mulden richtig gut füllen, weil der Teig nicht hoch geht. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Bei 180 Grad backen für ungefähr 20 bis 30 Minuten und fertig sind die köstlichen Muffins. Unbedingt ausprobieren und für mich ist es eine Alternative, wenn wir jetzt im Sommer zum Beispiel unterwegs sind, backe ich die immer einen Tag vorher vor. Und wenn wir dann im Zoo sind, wenn wir dann auf dem Spielplatz oder wo auch immer im Schwimmbad, haben wir immer was Gutes zu essen für unterwegs. Wenn dir das Rezept gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, lass es dir schmecken und bis zum nächsten Mal.